Nee, ist okay, komm von hinten ran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Captain of Industry. Was haben wir heute vor? Mal gucken, wie es hier mit dem Tutorial oder mit unseren Sachen weitergeht, die wir so zu tun haben. Aber als erstes habe ich gelernt, ich kann hier irgendwo einen grünen Pfeil auf 40 stellen. So ungefähr. Aha, ich verstehe. Okay, ich komme dahinter. Ich kann so grob einstellen, halt immer in... Was ist denn das? 18er Schritten? Ja, 18er Schritten. Gut! Und da ist... war das... zweite Rezept. Habe ich das nie angehakt? Egal, mach du mal da. Oh. Achso, bei dem hatte ich das schon. Ich weiß ja so richtig gut, wie das hier läuft. So, weiter. Ihr lauft. Wir sind auf Pause, dann kann das natürlich ewig dauern. Aber ich glaube, damit das im Schnitt besser ist, mache ich die Musik mal aus. Audio. Musik weg. Okay, wir bleiben dabei. Sehr schön. Was haben wir denn zu tun? Erforschen Sie Fahrzeuge und Bergbau. Forschen wir da. Öffne Forschung. Fahrzeuge, Bergbau läuft gerade. Werkzeuge kommt nach dem Leuchtfeuer, das ich hierfür brauche. Okay, wichtig ist, dass das fertig wird. Was haben wir denn hier? Wie sieht es denn mit Kartoffeln aus? Bodenfeuchte. Da ist wachsend. Müssen wir die Bodenfeuchte irgendwie noch anpacken? Nein, das kann Holz nicht liefern. Kein gültiges Ziel. Oh ja, ich hatte ja... Das war doof. Ich hatte ja... Natürlich. Dahin liefern. Wir lassen alles wieder liefern. Sehr schön. Jetzt fährt hier auch wieder was rum. Fahrzeugdepot. Ich soll... Okay. Gebäude für Fahrzeuge, Fahrzeugdepot. Wo setzen wir das denn mal hin? Ich würde das ja gerne ziemlich nah am Hafen haben. Macht das Sinn, das hier hinzusetzen? Oder mache ich mir damit was kaputt? Wir machen das mal hier hin. Da haben wir ein Fahrzeugdepot. Baue einen neuen kleinen Bagger. Haben wir. Was haben wir noch? Leuchtfeuer wird gerade erforscht. 28%. Verarbeiten Sie Eisenerz. Bauen Sie einen Bergbaukontrollturm nahe einer Eisenerz-Lagerstätte. Okay. Okay, das ist der Bereich, in dem du arbeiten sollst. Danke. Lassen wir weiter laufen. Sehr schön. Weisen Sie ihm kleiner Bagger und Kleinlaster zweimal zu. Okay. Das heißt, hier kann ich doch jetzt irgendwie... Ah, sobald wir den haben. Wir weisen hier schon mal zwei Kleinlaster zu. Er hat keinen kompatiblen Bagger. Aber Bagger kommt ja gleich. Muss es wirklich davor sein? Das heißt, ich muss den nochmal abreißen. Das ist ja doof. Nur eben hier Pause. Packen wir den dahin. Dann haben wir das. Und dann wird hier zwei LKWs zugewiesen. Die wir hier direkt nehmen und den Bagger auch. Und hier, du gehst dazu. Und du sagst auch, kein Bergbaugebiete? Moment. Beim letzten Mal hatten wir hier Baumerntegebiet. Bekippungsgebiet, Bergbaugebiet. Ich habe dazugelernt. Komm hier. Bergbaue, wie du willst. Mach. Ich befürchte, dieses Spiel ist komplexer, als ich gedacht habe. Ich soll ein Leuchtfeuer bauen. Förderstrecken. Rohrleitung. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Wohin soll denn das Leuchtfeuer? Wofür ist das wichtig? Hör auf.
Wow. Da kommt ein Leuchtfeuer hin. Leuchtfeuer. Neue Forschung beginnen. Was haben wir denn? Also, Werkzeuge sind gemacht. Ich würde jetzt einfach mal so rangehen. Dann kann der hier schon mal laufen, während er da unten kommt. Das ist doch ganz gut. Brauchen wir den hier für irgendwas Besonderes? Nein, der ist auch schon am Arbeiten. Schön. Warum kommt denn nicht alles an Kartoffeln nach der Ernte lagern? Oh shit. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Lebensmittelmarkt. Lager. Stückgutlager? Nein. Wasserversorgung allgemein. Ziegelei. Wassergewinner. Oh. Irgendwas haben. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich will aber erstmal, wo habe ich denn wohl. Das sind irgendwie Stücklager. Lebensmittelmarkt. Versammlung brauchen wir nicht. Lebensmittelmarkt. Packen wir doch einfach einen zweiten direkt. Ah ne, den müssen wir hier so drauf packen, ne? Okay. Nee, wir setzen den dahin. Das wird schon gehen. Spiel, ich vertraue dir nicht. Unterkünfte. Wir brauchen uns Unterkünfte. Und kopieren dieses hier hin. Haben wir einen zweiten. Sehr gut. Eine Öl. Brauchen Sie eine Ölpumpe 0 von 2 auf einem auf einer Öllagerstätte. Rohöl. Rohöl ist direkt hier vorne. Öl haben wir. Wir haben da hinten und wir haben hier vorne raus. Ich würde jetzt hier zwei Ölpumpen hinpacken. Einfache Distillerie. Wie läuft die? Muss ja auf der Seite dann reingehen. Setzen wir dahin. Und von da aus da dran. So. Pausieren Sie das Leuchtfeuer, um die Aufnahme zu reduzieren. Bob. In Betrieb pausiert. Okay, Leuchtfeuer ist aus. Ihr feuert keine Leuchte. Bauen Sie ein Abwasserrohr nahe der Küste und aktivieren Sie das. Okay. Ja, da ist ein bisschen blöd. Muss auch irgendwo angeschlossen werden, ne? Pass auf, ich setze das so hin. Anschließend. Jetzt hätte ich gerne die Höhe. Wie kann ich die Höhe regulieren? Dann machen wir eine Höhe 3. Und packen den Spaß hier neben den Schornstein. Dann geht's von da weiter. Wollen damit möglichst weit runter. Nee, nicht. Schön gerade bleiben, nicht verschieben. Sag mal. Dann kann man nämlich schön noch da drunter herfahren. Du kommst hier um die Ecke. Und jetzt geht es mit U. Wieder runter. Genau. Und dann da oben dran zu gehen. Tja, sehen wir mal. Schauen wir mal. Wie viel brauchen wir? Zeug ein. Wir lassen mal ein bisschen mehr Platz. Zack. Da raus. Da rein. Das geht schön geradeaus. Deaktivieren Sie den Lastwagen-Import für das neue Diesellager. Den Import deaktivieren. Bam. Sehr schön. Ich hätte da die Idee. Lager. Wir packen jetzt
einen Flüssigkeitsspeicher dorthin. Geben dem eine Rohrleitung in der Hoffnung, dass ich hier Diesel lagern muss. Alles andere wäre ungünstig. So, dann gehen wir hier hin, der machen wir an, packen Diesel rein. Dann können die LKWs das eben hier abladen. Das Problem ist, wir haben gerade zu viel davon. So. Oh mein Gott, ist das dämlich, was ich hier gemacht habe. Ja, komm. Aber dämlich können wir. Wie heißt es so schön? Während den Anfängen, damit wir direkt am Anfang alles möglichst beknackt haben. Machen wir den hier. Dann geht der Diesel, der hier reingeht, direkt in den Generator und der. Es wäre ja cleverer gewesen, das anders umzumachen, aber ne, also diesen da anzuschließen und den hier und dann vielleicht ein bisschen. Egal. Wir haben jetzt Diesel da drin. Sehr schön. Regenwasser wird erstmal hier gesammelt. Schiffsdockreparatur ist fertig. Sehr schön. Reparieren Sie die Werft. Reparieren. Wie viel brauchen wir dafür? 75. Das holen wir uns. Die haben wir bestimmt, oder? 34. Okay. Was haben wir hier? Reparieren Sie das Schiff. Muss ich jetzt erst hier? Ja. Das Schiff wird repariert. Das heißt, den markierten Bereich. Erkunde den ersten Standort auf der Welt. Den ersten. Das ist das. Wir erkunden hier. Standort erkundet. Oh. Neue Entdeckung. Frachtschiff-Technologie. Okay. Wir haben Gummi, Kupfer und Fahrzeugteile. Sehr schön. Wie sieht denn das aus? Haben wir noch genug? Können wir noch hier erkunden? Da gab es doch irgendwas. Na, ich mache einfach mal. Woran wir sehen konnten, ob wir das noch können oder nicht. Schließen. Standort erkundet. Beute gefunden. Hurra. Okay, das Schiff fährt automatisch zurück. Da war was. Genau sowas habe ich nämlich im Kopf. Okay, das heißt einfach nur voll. Wir brauchen Lager. Bauen Sie ein Stück gut Lager und weisen Sie ihm Eisen zu. Wie praktisch. Lager. Stückgutlager. Und Konstruktionsteile. Das verstehe ich gerade nicht. Weil ich soll nicht Eisenerz, sondern ich soll Eisen zuweisen. Das ist doch ein. Tada, wir tun so, als hätten wir das nicht gemacht. Du kommst weg und du kommst weg. Wir machen ein Stückgutlager auch noch hier hin. So, du bekommst Eisen. Du bekommst Konstruktionsteile. Lagern Sie Eisen, Stückgut ein. Unterkünfte. Verkippungsgebiet. Ich mach mal dieses Verkippungsgebiet erstmal nicht so ganz. Obwohl, ich mach das so. Das ist mein Verkippungsgebiet. Jetzt kann ich dem. Nee, bleib mal da. Kann ich dem sagen für Schlacke. Okay. Verkippen Sie Schlacke. Läuft ja. Dann wollen wir mal einsammeln. Einsammeln. Sehr gut. Und sagen, du gehst. Da raus und gehst daran. Da hinten kommt das Abwasserrohr. Abwasserrohr haben wir hier. Nee, da oben bleiben. Ja, machen wir mal so. Wenn du das so willst.
ziehen wir einen zu. Mache ich das so? Okay, wir müssen eine ganze Menge nachher noch verschieben. Regenwasser soll da rein. Das heißt, wir brauchen wieder ein Rohr. Falsch. Rohr ist da. So hätten wir es gerne. Und da muss ein Schornstein hin. Holy crap, es wird immer größer. Neues Gebäude, Kapitänsbüro. Ihnen Verordnungen zu erlassen, die Ihre Insel wesentlich beeinflussen können. Einige Verordnungen können Ihnen Vorteile verschaffen, jedoch monatliche Einigkeit kosten. Andere Verordnungen generieren monatliche Einigkeit. Nichts benötigen Sie typischerweise im Gegenzug. Was von Ihnen? Verordnungen können jederzeit umgeschaltet werden. Oh, es klingt interessant. Wir sind ein Mann des Volkes. Dahin, dann haben wir. Da ist das Kapitänsbüro. Kupfererz. Kupfererz dürfte das sein. Aber das finden wir heraus, indem wir die Ebenen anmachen, das Röhöl ausschalten und auf Kupfererz legen. Guck mal. Dorthin erzeugen ein Bergbaugebiet. Und zwar so. So, wir können hier was. Wachstumsschub. Nö. Exploration. Und mehr Einigkeit. Im Moment lassen wir alles so, wie es ist. Prinzipiell funktioniert das System ja gut. Würde ich sagen, das können wir doch kopieren. So. Das hier kopieren wir. Aber wir wollen Kupfer ja nicht so ganz weit durch die Gegend schicken. Das ist fertig. Also der ist dabei. Kupfer, Elektrolyse und verbindet es mit Regenwassersammler. Mördersprecher. So, da muss ich aufpassen. Machen wir anders. 3 hoch. 3 hoch bis dahin. Und dann von da. So, dann haben wir das dran. Das ist schlecht ohne Ende, aber egal. Nee, ist okay, komm von hinten ran. Passt schon. Wir haben 2 Regenaufbereitungsanlagen, die sind drin. Produzieren Sie Kupfer. Da haben wir. Okay. Bergwerk. Vorne anfangen. Bergbaugebiet. So. Das läuft. Erforschen Sie Förderbänder. Die laufen gerade. Erforschen Sie Tankstelle. Das läuft noch nicht. Erkunde du mal. Wunderbar. Ich verstehe immer noch nicht, warum der das nicht dahin bringen kann. Oder muss ich hier einen. Muss ich einen extra Dock bauen für ein anderes Schiff? Ich weiß es noch nicht. Das kriegen wir noch raus. So, wie sieht das aus mit dem Öl? Wäre das sinnvoll, schon mal ordentlich Pumpen aufzustellen? Weil, wenn ich mir hier das Gebiet angucke. Ja, wir haben ja hier, können wir noch, also wir haben ja einen schönen Klecks, wo wir ordentlich Pumpen hinstellen können. Ich glaube, das sollten wir auch mal tun. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das so, dass 3 Pumpen zusammen für eine Leitung so gerade eben ausreichen. Also die stellen her 12. Und ich glaube, in eine Leitung, passen 60 rein. Und das ist irgendwo Rohrleitung. Da stand das irgendwo. Ich hatte im Wiki nochmal nachgeguckt. Ja, 1 Liter pro Sekunde.
geht da durch. Das heißt, wir packen jetzt dahinter. Kann man das relativ eng machen? Reicht das? Ja, eine reicht, ne? Wie war das jetzt? Wie konnte ich das machen, dass das vielleicht direkt im nächsten nochmal sitzen kann? So nicht. So geht das. Vielleicht verstehe ich auch irgendwann mal diesen Planungsmodus. Komm, das machen wir jetzt. Wir planen einmal die Rohrleitung. Dann haben wir noch eine Reihe Ölpumpen. Und zwar so. Und auch dazu die Rohrleitung. Dahin. Dahin. Aha. Das heißt, jetzt kommen die Sachen alle an. Vermute ich mal. Ja, wo ist ja eigentlich die Kernkraft? Kernreaktor, da. Okay. Wow. Und danach fällt uns auf, wie im echten Leben. Danach fällt uns auf, dass Sonnenenergie was Geiles ist. Schön. Wofür ist das? Transportiert Schildgut? Feste Produkte. Okay. So, und dich hätten wir gerne da dran, so wie wir dich gerne dort dran hätten. Damit haben wir die zwei Dinger schon mal da dran. Erforscht die Wasserversorgung für Siedlungen. Forschung. Die Tankstelle haben wir. Wasserversorgung für Siedlungen. Okay. Das heißt, du musst wieder raus. Okay, wir warten auf den Spaß da oben. Wasserversorgung für Siedlungen. Und da hinten dran. Weil wir brauchen dafür die Grundwasserpumpe, logischerweise. Wir müssen da hinkommen. Das ist jetzt clever gemacht. So kann ich mir eine... Genau sowas meine ich. Hey, ich muss da hin. Ja, du musst aber die Zwischenschritte machen. Ja, dann lass mich dich auch erforschen. Fertig. So. Dann geht das darüber. Wunderbar. Das heißt, Holz wird hier abgeliefert. Geht darüber. Und es braucht nicht mehr hin und her gefahren werden. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, die wir da kriegen können. Dann bauen wir einfach mal, wo bauen wir denn am besten Lager hin? Machen wir hier eine Lagerstätte? Pass auf. Der Boy. Stückenlager. Der machen wir mal. Dann setzen wir dich einfach dahin. Ladevorgang abgeschlossen. Wunderbar. Dann liefer mal deine 90 Teile. Wenn du hier bist, können wir dann mal da erforschen. Dann haben wir das hier so ein bisschen abgeschlossen. Aber wir haben dann eine Ölbohrinsel. Das heißt, wir brauchen hier nicht so extrem viel machen. Oh, guck mal. Wir haben die Grundwasserpumpe erforscht. Grundwasserpumpe. Da gucken wir später, wie es weitergeht. Haben wir hier gerade irgendwas? Komm, ihr kriegt extra Rationen. Ich habe eh Probleme mit den Kartoffeln. Ich habe zwei Arbeiter zu wenig. Ich brauche dringend mehr Leute.
Aber ich würde sagen, das ist ein Thema für die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen will großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Immer noch kein Käffchen. Tschüss.